da glaube ich, ist das Produkt Urlaub am Bauernhof schon etwas Authentisches, wo du froh sein musst, dass es auch noch Dinge gibt, die nicht künstlich erfunden werden, sondern wo einfach der ist, wer er ist, vom Vorhang geholt wird und dann sagt, da stehe ich, ich bin der Bauer und wenn du willst, kannst du zu mir auf Urlaub kommen. Also die eigenen Produkte und auch das Ursprüngliche, dass man weiß, wo es herkommt, ist schon was Wertvolles. Eigentlich brauche ich nichts Neues erfinden. Ich zeige einfach mein Leben dem Gast. Ein Mensch aus der Großstadt kennt das Leben nicht mehr und so einfach geht das. Das ist Tourismus. Wenn ich dann manche Leute vorbeigehen sehe und ich höre, das ist ja wie im Paradies hier, ist das nicht der Traum von jedem Städter, irgendwann auf meinem Bauernhof zu leben? Ja, die kommen jetzt eben, die Kinder sind mittlerweile erwachsen und die kommen schon wieder mit den eigenen Kindern. Also da haben wir eben 3 Generationen herum. Deswegen bin ich so zufrieden, dass ich jetzt bei Urlaub am Bauernhof wieder also praktisch daheim bin, bei der Familie, da wo ich hinkehre. Das ist einfach wunderschön. Ein Traumgefühl, sag mal. Und die Stammgäste, das ist auch ganz wichtig, weil die auch immer wieder Mundpropaganda machen, neue Gäste einfach über Mundpropaganda kommen. Gell? Ein Stückchen Heimat findet, seine Kindheit wieder besser wahrnimmt, in seiner Erinnerung aufleben lässt. Und das ist das, was die Gäste eigentlich an uns bindet.